Also, erstes Mittel unseres Wochenendes, Homöopathie und Schamanismus, Medurinum. Medurinum, erstmal als Begriffsklärung, ist ein homöopathisches Mittel, was aus dem Bonjour-Tropfen, dem Morgentropfen aus der Harnröhre eines Gonorrhoe-Kranken gewonnen wird. Man lässt den Gonorrhoe-Kranken kurz seine Harnröhre ausstreichen. Es erscheint ein Tropfen eitries Sekret, das nimmt man und daraus stellt man ein homöopathisches Mittel her. Also der Ausgangsstoff ist schon mal spannend. Dann ist ja der Schamanismus, die Hexerei, etwas, was seitdem es Männerherrschaft gibt, sehr verteufelt wird, richtig verteufelt wird. Und interessant ist, dass kein Mittel mehr vom Teufel träumt wie Medurinum. Und es gibt einen Traum einer meiner erfolgreichsten Schülerinnen, die von mir Medurinum gekriegt hat und in einer Zeit, als sie noch nicht so erfolgreich war, als sie total gut ausgebildet und total wissend eben in ihrer Praxis saß, vormittags kam keiner, nachmittags wurde ein bisschen ruhiger. Ich aber bei ihr diese wahnsinnige Magie wahrnahm und ich habe ihr Medurinum gegeben und dann hatte sie einen Traum, der, finde ich, sehr hinweisend ist, weil er zu einem Kernproblem, sprich zu einer Kernthematik führt, der mit, oder die mit Schamanismus und Hexerei zu tun hat, nämlich der Sexualität, weil beides hängt total eng zusammen. Ich glaube, du kannst viele Therapiemethoden machen und völlig mönchisch leben, orgastisch impotent sein, impotent überhaupt, erektionsgestört etc. etc. Das geht, kannst du bei vielen Therapiemethoden kannst du das machen. Ich kenne viele Leute, die leben völlig zölibatär und machen trotzdem ganz bestimmte Therapien. Ich glaube, als Hexe und Schamane geht es nicht. Ich glaube, dass die Energie, die du über Sexualität erlebst, die gleiche Energie ist, die du über Magie erlebst, sprich, die du über Magie ausübst. Und alle Gesellschaften, in denen Sexualität unterdrückt wurde, alle unterdrücken gleichzeitig Magie und Hexerei. Und alle Gesellschaften, in denen Magie und Schamanismus sehr frei gelebt werden, gibt ja nicht mehr viele, ein paar gibt es noch, das sind alles Gesellschaften, die sich auszeichnen durch einen sehr freiheitlichen Umgang mit Sexualität. Also das heißt, alle Gesellschaften, die Frauenherrschaft hört sich so blöd an, weil das Matriarchat war keine Herrschaft in dem Sinne von Frauen, so wie das Patriarchat Herrschaft von Männern ist. Also in Matriarchaten wurden Männer nicht in dem Sinne unterdrückt. Da hatten die Frauen zwar die Führung, aber das war in Ordnung, weil damals wussten die Männer noch, Frauen sind einfach medialer, Frauen wissen einfach mehr. Ich meine, ich habe ja auch eine Roadmanagerin und ein Rotmedium, ja, da habe ich keine Probleme. Brauche ich kein Navi, wenn Heike mit dem Auto sitzt, ja. Also, aber das macht mich deswegen mich nicht unterdrückt, deswegen fühle ich mich nicht unterdrückt, ja. Für uns Männer war das einfach völlig in Ordnung, dass die Priesterinnen die Frauen waren. Die hatten hier noch andere wunderbare Kompetenzen. Aber erst in der Männerherrschaft wurde den Frauen die Magie abgesprochen und es wurde den Frauen die Sexualität abgesprochen. Also, wenn ihr gute Katholen seid und ihr mal richtig euch die moralischen Enzyklika durchguckt, dürft ihr nur Sexualität haben zum Zwecke der Zeugung. Nur. Sonst ist Sexualität Sünde. Das heißt, wenn ihr nicht mehr produktionsfähig seid, also ab Klimakterium, ist euch Sexualität verboten. Schluss, aus, vorbei, gibt's nicht, weil keine Zeugung mehr. Und orgastisches Erleben ist euch nach katholischer Morallehre auch verboten, weil Orgasmus an sich ist eigentlich Sünde. Also darfst du nur Vögel zum Zwecke des Kinderkriegens und schon gar nicht, weil du Spaß hast. Das war vor der Verwirrung, wie Heidi immer so schön sagt, und in den Zeiten des Matriarchats einfach anders.
Damals hatten Frauen männliche Harems. Das war auch aus rein bevölkerungspolitischen Gründen notwendig, weil ihr musstet Kinder kriegen. Und wenn ihr nur einen Mann gehabt hättet und der meinetwegen zeugungsunfähig wäre, dann wärst du dein ganzes Leben ausgefallen für den Stamm und es wär nicht gegangen. Also hattest du vor der Verwirrung meistens 2 bis 3 Männer, die sich gut verstanden haben und die jede halbwegs gezündete Frau liebestechnisch lächerlich versorgen kann. Ja? Eine Frau, die wirklich ihre sinnliche Potenz gezündet hat, die ist für jeden Mann und sei er noch tantrisch, weiß ich wie, ausgebildet. Einfach eine gnadenlose Überforderung, ja. Ist so. Also ich bin manchmal ganz glücklich, dass meine Freundinnen auch noch Ehemänner haben, ja. Also das entlastet mich, ja. Wenn ich denke, das müsste ich alles alleine leisten, boah, ey. Das würde mich an Grenzen bringen, ja. Besonders, wo ich jetzt auch ein bisschen älter werde, also. Also ich finde das relativ normal, dass Frauen mehrere Männer haben und ich finde es relativ, na, ich habe nichts dagegen, aber wenn Männer damit angeben, dass sie so viele Frauen haben, das ist jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig die Ordnung. Ja? Weil das ist erst mit Mann hat mehrere Frauen, seitdem es Patriarchate gibt und seitdem es Kriege gibt. Im Matriarchat gab es ja keine Kriege, aber seitdem es Kriege gibt, haben Frauen ihre Männer verloren und dann sind die zum Anfang zu den Männern ihrer Schwestern gegangen. Bis dann irgendwann mal wieder neue Männer für sie auftauchten, was bei den Indianerstämmen nicht so einfach war, weil es gab nicht so viele. Und dann hat der Mann der Schwester die Schwestern eben auch sexuell mit versorgt, sie auch geschwängert, damit die Kinder bekamen. Also der männliche Harem ist eigentlich eine Kriegsfolge. Der weibliche Harem ist die Ordnung. Das ist so. Und das war auch so. Darum, weiß ich was, können multiple orgastisch gezündete Frauen irgendwie in 3 Stunden 10-mal kommen? Also ich bin echt tantrisch geschult, aber wenn ich gekommen bin, brauche ich mal 3 Viertelstündchen, um mich zu erholen, ja? Also ich kann da nicht irgendwie immer so weitermachen. Und eigentlich ist weibliche Sexualität, wenn sie wirklich gezündet ist, darauf ausgelegt, dass du deine 3 Liebhaber oder deine 3 Männer in einem Spiel nacheinander gut versorgen kannst. Und darum kenne ich persönlich keine Männer, die irgendwie in 1 Stunde 4-mal kommen, finde ich auch relativ unnormal, aber eine drakonisch gezündete Frau ist einfach multiple orgastisch. Das ist für Frauen eigentlich die Norm. Dass 60% aller bundesdeutschen Frauen orgastisch impotent sind, hat was mit dem Sexualitätsverbot zu tun, was es seit 5 Jahren gibt. Und ich bin immer wieder erschrocken, wie verbreitet das ist. Ich weiß gar nicht, in welcher Engelwolf-Ausbildung ging es um das Thema Keuschheitsgürtel entfernen. Und ich dachte, ey Mann, hier bei meinen Hexen alles irgendwie Tantra-Kurs und Liebeskunde und tralala. Da gibt es ja keinen, der da mit Sexualität ein Problem hat. Dann habe ich gesagt, ja, ich würde heute gerne mal vorführen, Keuschheitsgürtelentfernung. Gibt es denn hier irgendjemand, der ein bisschen Probleme mit Sexualität hat? Ich war völlig erschrocken. 2 Drittel aller Arme gingen hoch. Und dann haben wir irgendwie einen halben Tag Keuschheitsgürtel entfernt. Ich dachte, ich finde nicht mal einen, der ein Problem hat. Selbst in unserer Szene, selbst bei den Leuten, wo man sagt, es sind jetzt keine irgendwie Bürger in Kleingartenkolonien, ja? Selbst in unserer Szene haben wahnsinnig viele Frauen wirklich totale Probleme, ihre Sexualität zu zünden. Und da gibt es natürlich eine Verquickung aus gezündeter Sexualität und gezündeter Magie. Und ich glaube, das hängt total eng zusammen. Wenn mich jemand fragt, was soll ich tun, um eine große Hexe zu werden, dann sage ich ihm, natürlich kannst du meine Kurse besuchen. Und natürlich kannst du zu unserem Drachenerwachen kommen. Aber die Hauptarbeit ist, bring dein Liebesleben in Ordnung. Bring dein Liebesleben in Ordnung. Und wenn dein Liebesleben in Ordnung ist, fließt die Magie von selbst. Wie sagt deine Freundin, wenn ich 4-mal gekommen bin, kommt die Drache. Und das ist so. Das ist so.
Es ist einfach so. Ja, was hat es mit Medurinum zu tun? Dieser Schülerin, Freundin und leider bis dahin erfolglosen Heilpraktikerin gab ich Medurinum. Und ich wusste, dass sie eine schwere Missbrauchsproblematik hatte. Und was ja ganz oft nach Missbrauch passiert, nach Schändung, wie wir sagen, was ja im Schamanischen meistens immer mit einer Besetzung durch einen Schändungsdämon einhergeht, hatte sie ihre Sexualität abgeschaltet. Nach so einem Erlebnis, sie war tagelang von mehreren Männern geschändet worden, hat ein Teil ihrer Person einfach gesagt, Sexualität ist nicht mehr in meinem Leben. Und zwar eine hochsinnliche Frau. Dann habe ich ihr Medurinum gegeben und dann hat sie geträumt, Träume von Teufeln, Medurinum 6-wertig, Träume von Krüger, ich, Medurinum 6-wertig, Träume von ich bin der Teufel, Medurinum 12-wertig. Also wenn ein Patient kommt und sagt, Andreas ist mir heute Nacht im Traum erschienen und er hatte Hörner, müsst ihr die Anamnese, könnt ihr den Rest Fuß- und Reflexzonenmassage machen. Gebt ihm Medurinum und mit 99,9% der Wahrscheinlichkeit wird Medurinum diesen Fall lösen. Also, ja, erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Sie träumte nach Medurinum, sie kommt in die Hölle. Und in der Hölle schwebten Millionen von Frauen so übereinander und die waren alle tot. Und denen fehlten die Bäuche. Den hatte man die Bäuche rausgeschnitten. Und ich war der Teufel. Richtig mit Hörnchen, rot. Und mein Job war in dieser Hölle, und ich wurde von ganz vielen Unterteufeln unterstützt, den Frauen neue Bäuche einzusetzen. Und es war eine sehr differenzierte, eine sehr... Man musste da sehr gewissenhaft sein und das war ich dann auch als Teufel. Und ich setzte den Frauen die Bäuche ein, zack, zack. Und in dem Moment wurden die wieder lebendig und verließen tanzend und singend die Hölle. Nach der Medurinumgabe erweckte in dieser Frau wieder ihre Sexualität. Sie lernte einen total tollen Mann kennen, mit dem sie gleich auch schwanger wurde. Und ihre Praxis brummte. Und das fand ich toll. Und daher weiß ich, dass Medurinum für mich persönlich das wichtigste Mittel ist zur Zündung unseres Bauches, zur Zündung unserer orgastischen Potenz. Andere Mittel sind da auch wichtig, aber ich glaube, Medurinum ist mit das Wichtigste. Und wo Medurinum ganz wichtig ist, zur Zündung unserer Ökonomie. Also zur Zündung, dass wir auch Geld verdienen dürfen. Weil viele Heiler haben ja das Gefühl, ich darf eigentlich mit meinem Heilen kein Geld verdienen. Eigentlich muss ich das umsonst machen. Und Medurinum verdient gerne Geld. Und gerne viel Geld. Ist das nur in Bezug auf den Bereich Heiler oder ist das in Bezug auf... Generell, also ich komme... Wenn jetzt ein Bäcker zu mir kommt, dann ich backe fantastisch, aber keiner kauft meine... Und wenn der keine Sexualität hat, ist es Medurinum. Okay. Also es geht immer um diese Verkopplung, ich darf keine Sexualität haben und ich darf nicht reich sein. Okay. Ich darf nicht reich sein, haben auch andere Mittel. Aber ich darf nicht reich sein und ich darf keine Sexualität haben, diese Verbindung, das ist Medurinum. Ich darf nicht Hexe sein und ich darf nicht lustvoll vögeln. Das ist Medurinum. Ich darf nicht machen und ich darf beim Vögeln nicht schreien. Das ist Medurinum. Ich darf nicht sichtbar werden. Und es ist ja wirklich irre. Ich wohne in einem Altbau, in einem Hinterhof und um mich herum wohnen Hunderte von Menschen. Hunderte von Menschen. Und auch viele Paare. Die vögeln scheinbar alle nicht. Ich höre die alle nicht.
Was? Nein, wir haben keine Isolierfenster. Wir haben keine Isolierfenster. Entweder knebeln die sich alle, kann ja sein. Es wäre dann irgendwie besonders, in Charlottenburg knebeln die sich alle beim Vögeln. Aber ich höre die nicht. Wir hatten mal in diesen 25 Jahren, die ich da wohne, hatten wir einmal ein Pärchen, das hat regelmäßig zu gewissen Uhrzeiten, haben die Geschlechtsverkehr vollzogen und brüllten auch richtig. So klassisch deutsch, sie 5 Minuten, er 15 Sekunden. Erst brüllte sie und dann brüllte er. Also es war so klassisch deutsch, war wohl relativ lange, normaler deutscher Geschlechtsverkehr, alle 10 Tage 3,5 Minuten. Die hatten täglich 5 Minuten sie, 15 Sekunden er. Und das Problem war, ich fand es dann irgendwie ganz lustig, meine Tochter war damals noch sehr klein, Papa, was machen die da, tun die sich weh? Nein, die tun sich nicht weh, die haben Freude, die kuscheln miteinander. Aber irgendwann fing dann meine Hauswartsfrau Türken zu schreien, ihr Schwein, ihr hört auf, seid nicht so lang. Und, aber die machten dann weiter, die zogen dann aber irgendwann mal aus, das war ihnen wahrscheinlich zu extraordinär in dieser stillen Umgebung, in dieser stillen. Ja, das ist schon sehr spannend, wie wichtig das ist. Und es ist typisch mit Orinum. Es darf keiner wissen, wie magisch ich bin. Es darf aber auch keiner wissen, wie lustvoll ich bin. Also diese Verbindung, Verleugnung Magie, Verleugnung Sexualität. DD, also Differentialdiagnose Hyoscyamus, das Schweinekraut. Sehr interessant, Hyoscyamus und Midurinum haben zwei Dinge gemein. Sie grunzen beide nach dem Lachen. Sie grunzen. Hast du relativ oft, jedenfalls ich habe das in meiner Praxis relativ oft. Grunzen nach Lachen. Was natürlich dann auch wieder wahnsinnig peinlich ist. Warum verleugnet der Midurinum-Mensch diese Kraft? Warum verleugnet der Midurinum-Mensch diese Magie? Schwarzmagische Angriffe, gleich geht meine Uhr nicht mehr. Sagst du mir mal, wie spät es ist? 5:30. Gut. Sagst du mir mal kurz vor 6 Bescheid? Ja, und da gibt es natürlich 100 Gründe und es gibt unterschiedliche Mittel, die aus unterschiedlichen Gründen das verleugnen. Bei Midurinum hat es einen wichtigen Grund. Es ist die Scham. Es ist die Scham, so zu sein, wie man ist. Schönes Beispiel. Prozent meiner Patientinnen in meiner Praxis leben in einem Zwangszölibat. Das sind Frauen, hochgebildet, in guten Jobs, aber fast alle ohne Beziehung und sehr lange schon ohne Beziehung. Vielleicht liegt es an Charlottenburg, ich weiß es nicht, jedenfalls ist es relativ typisch. Und ich habe eine Freundin, eine sehr sinnliche Frau, eine sehr venüsische Frau. Midoriniker oder Midorinikerinnen sind auch nicht unbedingt irgendwie Kleidergröße 34. Der Midoriniker ist schon üppig, ob als Frau oder als Mann. Also sie ist einfach eine sehr, sehr sinnliche Person, aber lebt auch schon irgendwie jahrelang alleine. Hatte eine ganz tolle Liebesbeziehung, wo ihr Liebhaber im Viagra-Rausch in ihr gestorben ist. Oh mein Gott, Rausch. Du. Also für ihn war es bestimmt angenehm, aber für sie war es ein bisschen problematisch. Sie hat sich gewundert, der macht diesmal so ulkige Geräusche, der hat ja noch nie so eine Geräusche gemacht. Und dann war er halt tot. Ja, ja, oh mein Gott. Hat es wahrscheinlich auch gesagt, oh mein Gott. Ja. Er ist richtig, wo nachher kam raus, der hat einfach zu viel Viagra genommen. Wobei das Problem ist ja gar nicht das Viagra, das finde ich ja völlig in Ordnung. Bloß, wenn du irgendwie 65 bist, dann gibt dir natürlich Viagra das Gefühl, du bist ein Gott. Mit 65 bist du einfach kein Gott mehr. Also, und sie war total in ihrer Kraft, eine Frau Anfang 40.
Und sie fand es natürlich toll, einen Mann zu haben, der ihr mal eine zweistündige Dauererektion zur Verfügung gestellt hat. Aber die Jungs vergessen einfach. Sie sind keine Marathonläufer mehr. Und die sterben jetzt nicht am Viagra, die sterben einfach an ihrer Kreislaufüberlastung. Wenn du da zwei Stunden so eine junge Hexe auf die hast, dann hast du nicht nur am nächsten Morgen Hüfte. Das ist wie ein Belastungs-EKG, oder? Das ist wie ein Belastungs-EKG. Wenn die in einer Stunde sechsmal kommt, ich meine, da bist du etwa fertig. Und also der Mann ist hier real in ihr gestorben. Und es war wahrscheinlich auch ein Schock. Und dann hatte sie erstmal lange keinen. Und dann war aber was ganz was Tolles. Sie geht in einen Laden und da ist ein orientalischer Zeitungsverkäufer, der sieht sie. Und sie ist wirklich eine Üppie. Aber eine tolle, eine schöne, üppige Frau. Und der Zeitungsverkäufer sagt zu ihr, auf dich habe ich mein Leben gewartet. Du bist die schönste Frau der Welt. Ich meine, da wo der herkommt, gibt es für diese ganzen magersüchtigen Modelle, auf die hier die Deutschen stehen, ach, das ist irgendwie kein Esel, da wo der herkommt. Ja. Im Bazar von Tunis kriegst du hier eine Diät und da kriegst du irgendwie 5 Kamele. Ja. Und dann sagt er, wann immer du mich willst, ruf mich an, ich komme sofort. Was ist denn das für einer? Und dann kam sie zu mir und hat mir das erzählt. Dann habe ich gesagt, du, super. Wie sieht der aus? Ja, der sieht toll aus. Aber der ist doch verheiratet, sagt man. Ja, wo ist das Problem? Willst du den dann heiraten? Nein, 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 will überhaupt nicht heiraten, sagt man. Das ist doch gut. Bist du doch sicher, dass der dich nicht heiraten will? Und dann habe ich lange mit ihr über ihre moralischen Skrupel, was ist sie, wenn sie das macht, dann ist sie natürlich eine Schlampe. Ich bin eine Schlampe, Strich, Strich, Sinus, korrigiere, gelöscht, 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 gelöscht. Was bin ich, wenn ich das mache? Dann bin ich eine tantrische Königin, Y, Y, korrigiere, ich bin eine tantrische Königin. Ja, und dann hat sie ihn von Zeit zu Zeit bestellt. Und im wahrsten Sinne des Wortes, er kam prompt. Und sie war total glücklich. Hat gleich irgendwie 10 Kilo abgenommen. Midorinum ist ein total tolles Mittel zum Abnehmen, wenn man dick wird durch unterdrückte Sexualität. Also, ich bin ja ein bekennender Vielesser. Aber ich habe jetzt verifiziert rausgefunden, wenn ich täglich 10 Minuten imperativ geküsst werde, wenn ich 10 Minuten täglich imperativ geküsst werde, vermindert sich mein Nahrungsverlangen von 30% auf 50%. Das merke ich daran, dass ich sonst immer aufesse. Wenn ich aber täglich wirklich 10 Minuten imperativ, und imperativ küssen heißt nicht an Unterlippe knabbern, sondern imperativ küssen ist wirklich Zungezäpfchen, ja? Zungezäpfchen oder Zunge einmal einsaugen und 10 Minuten nicht loslassen. Das ist imperatives Küssen. Und wer hat mir erklärt, wie das funktioniert? Mein Bruder. Weil mein Bruder hat mir erklärt, dass wenn man imperativ küsst, Enzyme abgesondert werden, die dem Organismus das Gefühl gibt, ich habe gerade 400 Gramm Philly-Steak gegessen, ja? Das ist wirklich irre. Und ich bin da wirklich, ich habe viele, viele Jahre wenig imperativ geküsst und viel zugenommen. Seitdem ich aus dieser Verleugnung halbwegs raus bin, küsse ich wenigstens temporär, relativ imperativ. Und an den Tagen, wo ich imperativ küsse, sprich geküsst werde, esse ich wirklich teilweise auf die Hälfte. Ich sitze dann vor meinem Teller und der ist nur halb leer. Und ich merke mit einmal, ich bin satt. Und dann hat mir das Arna erklärt, von was das kommt. Weil es eben irgendwie, also wenn ihr Leute habt, Midorinum, ein bisschen füllig, einfach mal fragen, wie sieht es denn mit dem imperativen Küssen aus? Ich habe schon ein halbes Jahr gar nicht mehr geküsst. Ganz wichtig, ganz wichtig. Midorinum, Fettsucht durch ungeküsst sein. Und das Lustige ist, das, was abnehmen lässt, gut, beim Vögeln nimmst du auch ab, klar, logisch. Aber nur gibt es in meinem Alter genug Stellungen, wo du dich nicht so furchtbar bewegen musst, ja. Aber das Vögeln ist nicht das, was den Hunger nimmt. Das ist interessant.
Also ich persönlich habe dann eher danach ein Appetitchen, ja. Aber, ja, gebe ich ehrlich zu. Früher als junger Mensch immer ein Golden Toast mit Fleischsalat. Das war so meine, das war so mein nachkoitaler Snack. Als ich so 20 und so war, immer so ein Hüngernchen. Das ist ja was für dich. Oh Gott, die arme Monika. Wieso? Stehst du auf Golden Toast? Nee, nein. Ich hasse Wurstsalat. Hier gibt es immer, von der Bistro-Karte gibt es Wurstsalat. Und ich habe den gegessen, aber so mit Essig. Ah, lecker, sehr ich kann, lecker. Ich kannte die Monika überhaupt nicht. Die Monika saß neben mir und sagt, boah. Und immer sitze ich neben diesem widerlichen Wurstsalat. Ja, ja. Wobei, was ich hier rauf, ich habe italienischen Salat, der ist noch mit Mayonnaise. Ja. Mit Mayonnaise. Sehr lecker auf Golden Toast, in Golden Toast, schön schwarz getoastet. Sehr lecker. Sehr lecker. Du weißt, wo du dann nicht sitzt. Also, Leitsymptom von Midurinum, großes Verlangen zu küssen. Großes Verlangen zu küssen. Midoriniker sind große Küsser. Ja, aber Phosphor küsst nicht so imperativ. Phosphor ist eher so ein Unterlippen, so ein Zungenspitzendreher, so, ja. Midurinum ist, ich sage mal, richtig Zungezäpfchen, ja. Also, so leichter Atemnot. Ja. Warum dürfen wir das nicht? Warum erlauben wir uns das nicht bei Midurinum? Liegt es nur am Patriarchat? Liegt es nur daran, weil wir alle diverse Male verbrannt und gevielteilt worden sind, weil wir mal unsere Sexualität gelebt haben? Es ist ein bisschen differenzierter bei Midurinum. Bei Midurinum ist einer der Hauptgründe, warum wir es nicht leben dürfen, weil es Elternteile von uns gab, die es gelebt haben und die dem anderen Elternteil peinlich waren. Also mein Vater hieß Alfred. Alfred ist der typische Midurinum-Vorname von Alf, hatte die lange Nase und aß Katzen. Kennt ihr alle Alf? Ja, ja, ja. Und mein Vater war laut, mein Vater hat schmutzige Witze gemacht und mein Vater hat relativ viel gesoffen, nur wenn er daran verdient hat. Weil er war Gastronom, er hatte das größte FKK-Reisebüro Berlins bei uns, konntest du in unserer Sauna nackend deine FKK-Reise buchen, verlangen nach FKK Midurinum vierwertig und... Steht das wirklich im Repertorium so? In meinem Jahr, symbolisches Repertorium nach Bohmhardt. Ja. Also Zunge, Zäpfchen hörst du jetzt von Narzisst, steht noch nicht drin, ja. Aber FKK steht Midurinum drin. Ja, ja, Midurinum Bufo, verlangen nackt zu sein und FKK zu machen. Und irgendwann mal kam meine Mutter zu mir und hat gesagt, du bist ein guter Junge, du wirst nicht wie dein Vater. Und wer will sich das schon mit seiner Mutter verscherzen? Was habe ich gemacht? Ich habe nie mehr einen schmutzigen Witz erzählt. Ich habe mir Freundinnen gesucht, die bekennende Feministinnen waren. Ich habe nie mehr im Stehen gepinkelt, weil gute Männer pinkeln nur im Sitzen. Es war jemals in der damaligen feministischen Zeit so, dass es ein Politikum war, ob du stehen pinkelst oder sitzen. Ganz schlimm. Ewige Diskussionen in unseren WGs geführt, was das für ein neofaschistischer Akt ist, im Stehen zu pinkeln. Und... Leitsymptom von Midurinum, ich habe eine Alkoholallergie entwickelt. Ich bin, wenn ich Alkohol trank, sofort müde geworden und eingeschlafen und habe Asthma gekriegt. Und der Wilhelm Reich sagt, dem Asthmatiker steckt die Sexualität des Vaters im Hals. Midurinum ist das wichtigste Mittel für Alkoholallergien, um nicht zu sein wie der Vater. Und interessanterweise ist Midurinum in meiner Praxis auch das wichtigste Mittel bei Heuschnupfen, weil gegen was sind wir dann bei Heuschnupfen allergisch? Gegen Sexualsekrete. Und Midurinum ist allergisch gegen Sexualität, weil ein Elternteil hat sie erlebt und der andere Elternteil hat gesagt, bloß nicht.
Und das habe ich so oft gehört, wenn ich mit Urino mit Erfolg verschrieben habe. Du bist ja wie dein Vater. Du bist ja wie dein Vater. Der Vater hat seine Sexualität gelebt. Der Vater war lustig. Der Vater war ein Alexis Sorbas. Alexis Sorbas ist eine Person, die steht für Medurinum. Und die Tochter verleugnet ihr Leben lang ihre Sexualität, weil das Schlimmste, was die Mutter zu ihr sagte, werd nicht wie dein Vater. Aber jetzt zurück zu meiner Freundin. Die habe ich der Medurinum gegeben. Und dann hat sie das da gemacht mit diesem Zeitungsverkäufer. Und es ging total gut. Und dann hat sie eine sehr interessante Erfahrung gemacht, die typisch ist. Gerade unter euch Frauen, jedenfalls in Berlin ist die typisch. Sie saß dann mal wieder mit ihren vier Freundinnen zusammen beim Kaffee trinken. Alle vier Freundinnen führen unglückliche Ehen mit reichen Männern, die sie aber schon seit 5 bis 10 Jahren nicht mehr anfassen. Haben alle ihre Psychotherapeuten, haben alle ihre Gurus, gehen alle meditieren, machen alle Reiki, aber küssen nicht mehr imperativ. Und dann hat sie ihren Freundinnen erzählt, ach Kinder, ey Mann, der Krüger ist so genial. Von dem habe ich Medurinum gekriegt und seitdem habe ich einen Zeitungsverkäufer und das ist so klasse. Den bestelle ich mir 2-mal die Woche und dann haben wir super Sex und danach geht der wieder nach Hause und ich habe meine Ruhe. Das ist, also ich muss mal Medurinum probieren. Dann haben die Frauen sie alle angeguckt und gesagt, es geht ja gar nicht. Du lässt dich ja von dem ausnutzen sexuell. Sagt sie, hallo. Ich rufe den an. Ich rufe den an. Ich schicke den wieder nach Hause. Der nutzt mich überhaupt nicht. Dann kam, ja, aber du machst die Ehe von dem kaputt. Sagt sie, ich bin eine eheerhaltende Maßnahme. Wenn ich nicht wäre, würde der wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Jahre seine Frau verlassen, weil die ihn überhaupt nicht mehr anfasst. Also, ey, was habt ihr denn da für Ideen? Und dann hat sie schon unausgesprochen von ihren besten Freundinnen gehört. Schlampe, 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 Schlampe. Das sagen nicht Männer zu Frauen oder selten. Das sagen Frauen zu Frauen. Und das sagen die Frauen zu Frauen, die unangefasst in ihren unglücklichen Beziehungen leben, zu Frauen, die sich irgendwann mal befreien. Das wird zu Hexen gesagt, die sich endlich mal wagen. Wenn ihr jetzt in eurem Freundeskreis mit euren frustrierten Freundinnen sitzt und sagen würdet, ich war jetzt bei Krüger zum Hexenseminar und der Krüger sagt, eine gute Hexe hat 3 Männer und ich habe mir jetzt neben meinem Mann auch noch 2 Liebhaber angeschafft, das ist sehr schön, ich kriege das didaktisch hin, mein Mann ist viel verreist, das geht. Was passiert denn da? Da sagen eure Freundinnen nicht zu euch, gib mir mal die Adresse vom Krüger, ich will das auch, sondern sie gucken euch ulkig an. Na, die hat es aber nötig. Irgendwie so, ja. Das ist in dieser weißen Kultur so. Wenn du dich befreist, dann fragen dich nicht die Nicht-Befreiten, was hast du denn gemacht, dass du dir jetzt 3 Männer leistest. Nee. Die Nicht-Befreiten schlagen den Befreiten ans Kreuz. Das ist die Realität dieser Gesellschaft. Das ist die Realität dieser Gesellschaft. Und das macht natürlich Angst. Das macht natürlich Angst. Und wie wir sagen bei Atta, da haben wir natürlich diese Chips im Hirn, was wir alles nicht dürfen. Weil wir wollen natürlich keine Schlampen sein, wir wollen kein Teufel sein, das wollen wir ja alles nicht sein. Und interessant bei Medurinum ist, 2 sehr befreite Freundinnen von mir, die, glaube ich, ihre Sinnlichkeit sehr, sehr, sehr leben und auch sehr offen leben, machen mit Frauen eine Reise nach Avalon, also nach England, und besuchen diese alten weiblichen Kultstätten. Und wer von euch mal die Nebel von Avalon gelesen hat, der weiß, wie der Teufel entstanden ist. Der Teufel ist eine patriarchale Erfindung. Im Matriarchat gab es eine Gestalt, die dann im Patriarchat zum Teufel geworden ist.
Im Matriarchat war das der Hirschkönig. Das war der stärkste Mann, der am besten tanzen konnte, der am besten lieben konnte und den sich die hohe Priesterin in ihrer Stellvertretung der Göttin gewählt hat. Und diesem Mann wurde als Zeichen seiner Kraft ein Geweih aufgesetzt. Und das war der Hirschkönig. Den hat die Frau gewählt. Und als die Frau nicht mehr wählen durfte, weil ich meine, wir leben zwar heute in einer relativ libertären Gesellschaft, aber ihr wisst ja, was ihr alles für auserwählt seid. Ihr durftet euch eure Männer aussuchen. 70% aller Frauen auf diesem Planeten dürfen sich nicht ihre Männer aussuchen. 70% aller Frauen auf diesem Planeten werden in Ehen immer noch verkauft. Also, und wahrscheinlich durftest du auch vor 100 Jahren im Hunsrück dir noch nicht deinen Mann aussuchen. Wahrscheinlich bist du da auch verkauft worden, welcher Hof passt zu welchem Hof, etc. etc. Es gibt Worte in der Eifel, das ist heute noch so. Das ist heute noch so. Denn seid vorsichtig, dass ihr nicht denn irgendwo erzählt, dass ihr bei mir im Seminar wart. Sonst habt ihr nachts ein brennendes Kreuz vor eurer Praxis. Und der Eifelkuckucksclan schlägt zu. Der Eifelkuckuck. Wird heute noch in der Eifel verheiratet, ja so? Aber es ist einfach kleine Ortschaften, die viel untereinander sich kennen. Und da ist es schon, rein theoretisch darf es jeder. Aber es sind schon viele Sanktionen, auch hier in kleinen Ortschaften. Wenn da jemand heiratet, ist in einem anderen Dorf, so extrem ist es jetzt nicht. Aber wenn es wirklich, je kleiner die Ortschaften werden, je abgelegener ist es. Ich glaube, das ist überall noch so. Da wird schon gern gesehen. Und wenn jemand einfach so wählt. Also Medurinum hilft, diese Verbotschips zu ziehen und hilft zu sagen, ja, ich bin wie mein Vater, bitte. Meine Alkoholallergie verschwand auf Medurinum und eine Aufstellung, wo ich mit einem leeren Weißbierglas vor meinem Vater stand und zu ihm sagte, Prost Papa, mit dir trinke ich gerne. Und dann drehte ich mich zu meiner Mutter um und sagte, Mama, ab heute mute ich dir zu, dass ich mit Papa trinke. Medurinum und diese Aufstellung hat meine Alkoholallergie spontan geheilt und inzwischen liebe ich es, flaschenweise halbtrockenen Champagner aus Bauchnäbeln zu trinken. Weil ich finde, halbtrockenen Champagner sollte man immer nur aus Bauchnäbeln trinken. Ich mache zu meinem Geburtstag ein ganz tolles Seminar mit meiner Erzhexe Heidi Barth. Die ist ja meine große Erzhexe in Berlin. Und wir machen ein Seminar Hakka, also Kriegstanz der Maoris und Tantra, zu meinem Geburtstag. Und da spendiere ich allen Paaren, die an diesem Seminar teilnehmen. Ich glaube, wir haben noch 2 Frauenplätze frei. Ihr könnt euch noch sofort anmelden. Spendiere ich eine Flasche halbtrockenen Champagner. Und diese Flasche trinken die dann gegenseitig aus ihrem Nabel. Ja, dann kriegst du trockene, ich bringe ein paar Flaschen. Also wenn du dich anmeldest, ich trinke nur halbtrockene. Ich liebe ihn einfach. Ich fahre vor dem Seminar noch extra an die Champagner und kaufe da so ein paar Kistchen. Unvorstellbar, ich wäre vor Medurinum einschluckt, ich wäre umgefallen. Ich hätte Asthma gekriegt und wäre sofort eingeschlafen. Ja. Und inzwischen wirkt Champagner, also ich trinke immer noch kein Wodka, das interessiert mich alles nicht. Aber ich finde, Champagner ist auch das, was man eigentlich trinken sollte. Ja. Edith Piaf hat auch nur Champagner getrunken. Sie hat überhaupt nicht mal Wasser. Edith Piaf hat nicht mal Wasser getrunken. Sie hat nur Champagner getrunken. Aber ich weiß, halbtrocken ist schon wieder irgendwie so ein bisschen halb illegal. Aber Medurinum trinkt gerne süß. Medurinum, eines der Lieblingsgetränke von Medurinum ist Pina Colada. Pina Colada. Und was Medurinum total gerne trinkt, ist Grapefruitsaft. Ich kann morgens in guten Hotels 1 Liter frische Touristen Grapefruitsaft trinken. Ich liebe ihn. Oder Orangensaft. Medurinum isst auch total gerne Orangen. Ja, Medurinum. Ich darf sein wie mein Vater. Ich darf
eine autonome Sexualität leben. Ich darf eine große Hexe sein. Und ich werde dann nicht meine Welt vernichten. Ich werde nicht ihr fehlt werden. Ich werde nicht kastriert werden und ich werde nicht verbrannt werden. Und ich bin keine Schlampe. Ich erforsche seit Langem, was Menschen unterscheidet, die erfolgreich sind, die magisch sind, die eine lustvolle Sexualität leben, von denen, die gleich gut ausgebildet sind, die gleich gut begabt sind und die das alles nicht sind. Und ich interviewe Menschen, von denen ich sehe, dass die das sind. Und dann gucke ich, haben das die, die das nicht sind? Und dann sehe ich, nee, genau das fehlt ihnen. Und es gibt bei Medurinum zwei Dinge, die zwischen Erfolg und Misserfolg stehen. Ich muss dazu eins sagen, es gibt noch ein zweites Mittel, was damit zu tun hat, gerade bei Frauen, dass ich nicht das Recht habe, meine Sexualität zu leben und gute Männer für mich zu wählen. Das ist Lakdama, das ist die Hirschmilch. Die Hirschmilch ist das wichtigste Mittel für Frauen, die sich immer Männer suchen. Und in Berlin sagt man, ich habe wieder ins Klo gefasst. Ist ja auffällig. Ich meine, ein paar nette Männer gibt es ja noch auf dieser Welt. Aber es gibt wirklich Frauen, die haben 10 Beziehungen und alle 10 Männer, die sie hatten, waren Frauenhasser. Und da sagen die alten Hexen, dass diesen Frauen der Wahlsinn verloren gegangen ist. Und das Mittel, um diesen Wahlsinn wieder einzuschalten, ist Lakdama, die Hirschmilch. Und dann gibt es eben ja, Menschen, die das schaffen. Die haben eine volle Praxis, haben einen tollen Mann und 2 Liebhaber. Und wenn man fragt, ja, was ist es, seit wann ist es so bei dir, dann antworten die dir tatsächlich, irgendwann hatte ich in meinem Leben die Wahrnehmung, ich bin eine Göttin. Ich wusste irgendwann, ich bin eine Göttin. Das wusste ich. Und wenn ich das weiß, werde ich so behandelt. Und wer nicht so behandelt wird, der weiß das. Der hat es vergessen. Und eigentlich ist Heilen nur Erinnern. Und die medurinische Heilung ist, ich erinnere mich, dass ich eine tantrische Göttin bin. Und bei Männern, ich erinnere mich, dass ich ein tantrischer Gott bin. Und wenn ich das erinnere, dann ist alles möglich. Dann kann ich auch alles sein lassen, aber es ist auch alles möglich. Ja, okay. Haben die Champagner hier im Hotel? Na, das weiß man nicht. Halb trocken, Andreas, ich weiß nicht. Sie hatten nicht mal Kuchen.